So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Play. Ja, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6. Wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Unser wunderschönes Flugzeug ist immer noch drin geparkt. Ich habe das definitiv klasse geparkt worden. Also, es geht immer schöner. Okay. So, wir machen direkt weiter. Wir haben die Taste V. Geht klar. Hey, geht klar. Der Chef oder was? Ja klar, wir schmeißen die Front drüber. Siehe da, unser Freund ist da. Sind Sie okay? Naja, klar, waren die besser. Im Vergleich zu Raccoon City ist das ein Spaziergang, oder? Keine Ahnung. Ich war zu jung, um zu verstehen, was damals passiert ist. Los, wir müssen zurück. Sie brauchen unsere Hilfe. Naja, ist klar, dass sie unsere Hilfe brauchen, aber wie willst du da zurückkommen? Also, achso, wir sollen ja einmal außen rumlatschen. Ja. Roger! Nein, ich heiße Leon immer noch. So, wir tun wieder mit E die Klappe öffnen. Ich glaube, das geht. Sherry, gehen Sie ans Steuer. Lass mich raten, wir schließen jetzt den Bus kurz. Oh Gott. Wie gut, dass das so viel blinkt, da kann ich nicht passieren. Okay, Bewegung. Oh. Roger! Nein, immer noch Leon. Verdammt. Ich kapier's auch nicht. Achso, ich dachte, wir sollen noch einsteigen. Sie fährt jetzt einfach ohne uns. Okay. Tschüss. Mach's gut. Wieso stirbt er denn nicht? Hör sie bloß auf! Vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Ich habe keine Lust zu sterben. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die keine Lust haben zu sterben. Ich denke, er hat auch keine Lust zu sterben. Ich habe hier rumgekriegt. Hallo? Junge, bleib locker. Ganz easy, alles easy, alles easy. Es ist gut, solange du weg bist. Ja. Das. Da oben lag Munition von mir. Was genau hat der sich da gerade geholt? Hat Ersatz dabei? Der hat sich eine Hand geholt. Er ist vorbereitet. Kann man hier irgendwie vielleicht. Wie gesagt, oh. Er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Ja, toll, leider nicht. Ich hätte trotzdem gern. Sollten wir sie nicht so leicht machen. Munition hätte ich gern. Wie schaut's mit Munition aus? So ein kleines bisschen eventuell. Weil bei mir sieht's gerade etwas. Also Waffen hätte ich genug. Vielleicht hätte ich mit Waffen schmeißen können. Und das war's. Ich weiß ja nicht, aber verwenden würde ich auf jeden Fall. Soll ich denn jetzt mit dem Messer angreifen? Oh, er hat das noch. Hey Junge! Komm mal hier! Ich hab ein Messer! Guck mal! Au! Okay. Also das mit dem Messer war schon eine scheiß Idee. Was war da gerade mit V? Da war irgendwas mit V. Okay. Kann ich das nochmal machen? Ach, das war um ihn zu befreien. Okay, alles klar. Also, wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich nehme das Let's Play wieder auf, als ich letztes Mal so, sag mal, beendet habe. Und mache da jetzt einfach weiter. Und ich würde gerne. Ich würde gerne da hoch. Hallo, da oben ist Munition. Gibt's hier noch irgendwo Munition? Kann man mit Sicherheit. Oh, hier kann man hoch. Gibt's hier bestimmt Munition? Hallo erstmal. Ah, zack. Nee, brauch nicht. Hä? Na komm. Oh. Wo kommt der denn her? Boah. Ja, hau mal rein. Junge, bleib locker. Tja, ich glaube, wir haben es, also, ja, geschafft. Ja, und das war's dann von Let's Play Resident Evil 6. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nein, natürlich nicht. Wir wollen natürlich fortsetzen. Wir versuchen das Ganze nochmal. Auch wenn es gerade mehr schlecht als recht war.
unser Glück machen, ey. So leicht lassen wir uns natürlich nicht von unserem Weg abbringen, die Welt zu befreien von bösen Monstern. Das ist natürlich unsere Priorität. Besonders die Welt von dem zu befreien, wir schon mal eine Priorität von hier da. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Ich will hier nicht stirbt. Auch hüpfen wir rüber nach. Darüber. Alles okay? Ja, alles Tito, alles gut, alles fast perfekt. So, darüber, wir gucken uns jetzt mal kurz um. Ich brauche Munition, weil sie kommt nicht. Also, komm, spring. Okay, wir wollen noch Munition. Das ist bitte wieder Munition. Oh. Was ist los, Leon? Ja, ist klar, Alter. Zack, und lass ihn frei, du Sau. So. Ja, ich, tschüss. Geh mal. Weil das ist mir nicht ganz zu gefährlich. Ich will wieder drauf gehen. Was haben wir hier? Gezockt oder irgendwas? Armbrüste oder so. Ich hab wieder keine Armbrüste. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wir machen doch da lang. Da nochmal. Da kommt der schon wieder, Alter. So ein Bauch. Komm her hier. Okay. Komm. Hierher. Ja, Leute, ihr müsst mir schon ein bisschen helfen, weil sonst wird das nichts. So. Mit Umschaltsperre heran. Seht ihr da? Headshot. 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 In jedem anderen Spiel wären wir schon tausendmal tot. Wieder weg zu. So, das war doch meine ordentliche Explosion. Wo ist irgendwie. Ich glaube, das hat nicht viel gebracht. Doch, hat's? Ich weiß es nicht. So, mit V da irgendwie. Wie war das denn jetzt? Hä? Könnte ich den linken V da irgendwie raustreten? Lass mich, lass mich. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Dieser Dicke, der macht mich fertig, ne? Der ist hinter mir her, verdammt. So, da war's. V. Ja, zu spät. Alter, da will der V. Warte, jetzt. Sag an. Okay. Ich bin jetzt einfach mal der Überzeugung, wir haben es geschafft und freue mich ganz toll. Wir sind die Größten! Nein, ich hab keine Ahnung. Oh, schaut auf jeden Fall gut aus für uns. Leon, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Hannigan? Ach, wir haben seit dem Absturz nichts von Ihnen gehört. Noch vor einer Minute habe ich keine Antwort von Ihnen bekommen. Das Gebäude, von dem Agent Birkin gesprochen hat, ist nicht weit. Bleiben Sie auf der Route, okay? Okay, alles klar, ist gewonnen. Wir bleiben auf der Route. Kein Problem, das kriegen wir hin. Hoffe ich doch. Bin ich doch. Ich zumindest fast der festen Überzeugung, dass man sich. Sherry hat gesagt, dass sie Simmons im Kuan Lung Building treffen wird. Zunächst einmal müssen sie sich einen Weg durch den Markt vor ihnen bahnen. Okay, wir sollen jetzt hier also hier so durch. Sehr, sehr vertrauenserweckend finde ich das hier. Also das ist sehr. Da hinten war gerade ein Schatten, das macht natürlich als viel vertrauenswürdiger, das ist natürlich klar. Da wie bloß mit. Ich hätte trotzdem gerne mal wieder irgendwie. Hier lang! Oha, einschreiende Menschen? Nee. Was war nicht das? Wirklich. Ärger.
Ja, also das treibt mich ärger. Ich finde hier auch nirgendwo Munition und so, ne? Jetzt muss ich hier echt mit dem. Haben wir hier keine mehr? Ja, sieht schlecht aus. 6 Schuss hatten. Ich glaube, ich hätte früher auf die Idee kommen sollen, diese Dinger darunter zu schubsen und dann die Gasbehältnisse zu zerschießen. So, sagen wir so. Die Idee hätte mir vielleicht einige Sekunden früher kommen sollen. Das wäre natürlich, sagen wir mal, sinnvoll gewesen. Oh, super. 3 einzelne Schlösser. Oh Mann, na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Okay. Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Erstmal was anderes. Das ist ein neuer Trick. Das ist ein ganz neuer Trick. Das ist ja cool. Kann ich das auch irgendwo? Vielleicht? Es ist sehr unruhig, dass er sich selbst wieder zusammenbauen kann. Das klappt nicht. Das echt. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Ja, komm. Würde ich sagen, mach auf den Lachs. Schließ zu die Tür, keine Ahnung. Ah, hier sind Schlüssel. 3 Stück haben wir gezeigt. Okay, alles klar. Ich hab verstanden. Jetzt sollte ich mal diese Schlüssel holen. 2 Liter. Ihr seid hier im Fisch rumsuchen? Nicht dein Ernst, oder? Die Fische sind auch cool animiert, also. Falls ihr irgendwo. Oh, da kommt er. Falls ihr irgendwo mal so einen Fisch sieht, könnt ihr davon ausgehen. Geh ich nur viel. Oh. Entschuldigung. Ich sollte zuerst den Strom abschalten. Macht Sinn, wie wir gesehen haben, ne? Erst Strom abschalten und dann da reinlaufen, ist, ja, ich sage mal, das hatte einen Lernauftrag, hatte das eben gerade. Kinder, wenn ihr tatsächlich mal schön mit Strom seht, die kämpft gerade wieder, wenn ihr tatsächlich mal Strom seht, wie so ein Stromkabel rumhängt, dann bitte ich euch doch, erst den Strom auszuschalten und dann die Tür zu öffnen. Na los! Hab's beim ersten Mal gehört! Hier drüben! Ich feuer die mal noch ein bisschen an, so los hier drüben! Jetzt komm mal her! Gibt's ja nicht. Kann ich hier denn irgendwie weg? Hier drüben! Hier drüben! Bewegung! wird der gerade sauer? Bewegung! Okay! Ich glaub, der wird gerade echt sauer. Die Alte wird vermöbeln, wir stehen hier. Ich kann ja auch gar nicht unten, ne? Also ich kann das nicht irgendwie klippen oder so, oder? Sehr geil. Hey, hier drüben, komm her, du Schnalle! So. Mit E hier mal einen Schlüssel hoch. Dann hat man schon mal den Klass. Ja, ich schmeiß meine Munition auf, wenn man mache ich auch so. Ist ganz normal, das ist ganz legitim. So, haben wir hier vielleicht noch. Zack. Was haben wir hier? Ja, sehr schön, noch mehr Muni. Ich will mich nur umgehen mit dem Anliegen. Komm, lass uns auch weitergehen. Mädel, kommst du? Oh, daneben. Immerhin ist er jetzt beschäftigt mit mir zusammenbauen. Das hat ja schon einen Vorteil. Wie kommen wir jetzt da rum? Da war eine Lupe. Ab und zu ist es doch echt. So, jetzt. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Ja, das nenne ich mit Laufen. Sie catcht sich da hin. Na, lass mal sie mal machen. Die zwei haben bestimmt den Spaß. So, wir laden mal die Waffe nach. Laufen einmal außenrum. Und hoffen, dass wir dann außenrum an den Schlüssel kommen. Ah, hier da wieder zum Zertreten. Zack, machen wir Munition. Top, finde ich gut. Weiter geht's. Schade. Mal, wo haben wir denn? Was haben wir hier? So. Noch mehr Muni. Okay, das jetzt wird spooky. Das ist schon fast wieder zu viel Muni. Das heißt meistens nichts Gutes. Also wenn Muni du in einem Spiel kriegst, das kannst du merken für jeden Shooter.
umso beschissene Karten hast du, dass irgendwas schief geht. Also, dass wenn irgendwelche Leichen von irgendwelchen Treppen fallen, dann hast du. Dann hast du ein Problem. Noch ein Schlüssel. Fehlt nur noch einer. So, einen Schlüssel brauchen wir noch und da baut sich. Baut er sich gerade zusammen oder ist der auseinandergefallen? Ich glaube, der hat sich gerade zusammengebaut. Dein Ernst? Boah, was sind denn gleich. Wie viele sind denn hier? Eins? Zwei? Jawohl, hau rein, Speedy Gonzales. Boah, geh weg von mir. Lass mich. Olle, hilf mir. Verdammt. Ja, gut, okay, sie hat mir eher geholfen, als ich irgendwas machen konnte. Wunderbar. So, wir schnappen uns noch eben die Muni und dann. Warte, da hinten ist noch Muni. Geh weg. So, jetzt weg hier. Ja. Toll, so viel zum Thema weg. Das hat mich gut hingekriegt. Boah, nicht schon. Echt jetzt. Dass die Viecher ohne verrecken, ist echt unglaublich. Ja, super, schön, dass du kommst. Bitte, danke. Muss mir nicht unbedingt sagen, was kommt, so es reicht mir, wenn du mir einfach hilfst, wieder aufzustehen. So. Wir drücken 1, wir haben ein paar Medikamente, 2 Stück haben wir dann noch. Das ist zwar jetzt nicht die Welt, aber ich hoffe doch, dass es jetzt mal rein soll. Wir laufen. Da. Hier geht's weiter. Wir hatten hier vorhin eine Treppe, ne? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie die scheiß Treppe war. So. Können wir hier auch hoch machen? Hier können wir nicht hoch. Boah, schon wieder der Spacken da. Also, hier weiter. Oh, wow. Die war noch auf dem Weg nach da hinten. Nee, weiter. Oh nee. Da wo kein Pakistan gerade herkommt. Wie ist das widerlich? Junge, wie war der in die Zunge rein? Ja, nachladen. Ganz wichtig, wenn ich schießen will, verdammt. So. Hat sich das mit dem erledigt? Sach an. Das wäre ja mal was. Boah, halt die Klappe, bleib liegen. Ruhe jetzt. Ja, bitte. Ist da jemand? Hallo? Ne? Keiner da? Okay. Wir wollten jetzt also die Treppe da. Was sag ich, die Leiter? Wo war die Leiter? Das Unterteil. Wie du stehst. Willst du mich veralbern? Ich hab's doch gerade. Da knallst du mit der Schuhe. Ah, da, Mann, Alter, so. Knallst du mit der Schuhe drauf und dann steht die wieder auf, Alter. Bist du verarschen? Was ist das denn? Geht ja gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Ah, auf der anderen Seite. So, jetzt müssen wir da rüber. Ich denke mal, dass wir jetzt da hinkommen, wo der Riegel von der anderen Seite war. Ich bete zumindest gerade da. So, jetzt können wir den Riegel hier wegmachen. Dann können wir nachher gleich durchlaufen. Ja, mitgedacht. So, was zertreten. Dann nehmen wir da noch die Muni auf. Hat jetzt bloß eins, ne? Ach, wir hatten bloß eins. Das ist natürlich irgendwie halt mehr da oben irgendwas. Ich wusste es. So. Okay. Gut. Genau, verballer du mal deine Muni, denn du bist PC, du kriegst die Muni dann nicht. Das ist mir egal. So, wieder da hoch. Also dieser Unterleib, ich muss ja sagen, der hält gigantisch viel aus. Also das ist ja echt mal. Ja, ist klar. Hallo, ich wollte da langlaufen, geh mal weg da. Also für den Unterleib finde ich. Ja, Respekt, du hältst viel aus, mein Freund. Müssen wir jetzt hier runter? Nee, echt jetzt. Ganz toll. Bist du freust dich an, dass du die platt gemacht hast? Und dann stehen wir einfach wieder auf. Ja. Krabbel, Spaß ist das hier. Ja, wie ist das eigentlich? Dann könntest du ja rein theoretisch hier endlos Muni rausholen, wenn du wieder welche schmeißt. Na ja, gut, okay. Das hat sich erledigt. Ich lasse kurz nicht aufzukämpfen. Ich renn weg. So, vor allen Dingen, weil mein Leben jetzt schon dran geglaubt hat und ich jetzt meine letzte Pille gefressen habe. Das ist nicht so toll. Also laufen wir jetzt mal hinter. Hier ist der Riegel auf der anderen Seite, ne? Ach.
Spatzen. Spatzen, Dreckspatzen. Mir fällt nichts anderes ein. So. Den Riegel weg. Kontrollpunkt. Finde ich gut. Auf die Tür. Was? Boah, Mädel, kümmere dich doch mal ordentlich um die. Ich glaube, sie kommt. So, dahinter. Hier hinter. Hier ist ein Verlegger. Was ist jetzt hier? Der Riegel ist auf der anderen Seite. Wie, der Riegel auf der anderen... Oh, der Riegel ist auf der anderen Seite. Wie... Bescheid ist das denn? So, das können wir doch bestimmt mitnehmen, oder? Nimm's mit. Dann auf. Schnell weiter. Hier haben wir noch eine Kiste. Finde ich gut. Das nehmen wir noch mit. Und sonst irgendwo was. Eine Waffe mit ein bisschen Muni wäre toll. So, ich renne da jetzt einfach mal vorbei. So, hier lang. Hier lang. Da geht's irgendwo. Wow, was hat der denn her? Also der hat mich jetzt ein bisschen erschrocken, weil da auch gleich jetzt nicht gefasst ist, auf einmal einer kommt. Junge, lass sie in Ruhe. Falsche Richtung. Da lang. Komm, kick ihn. Oh. Ja. So viel zum Thema Kick ihn, ne? Jetzt hat er mich gekickt. Ist toll. Also die Viecher sind echt ein bisschen, assi, sag ich mal. Also die sind echt ganz schön widerlich. Ich mag die nicht. Habe ich euch das schon gesagt? Ich mag die nicht. Egal wie sie heißen. Auch wenn sie Kunibert heißen. Ich mag sie nicht. Siehst du? Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie einfach nicht. So, wir haben zwei Schlüssel. Ich packe die jetzt schon mal rein. So. Schlüssel Nummer 1. Schlüssel Nummer 2. So, und jetzt holen wir Schlüssel Nummer 3. Jetzt habe ich keinen Bock mehr hier. Scheißdreck hier, echt, ey, das geht ja schon wieder sowas von außen. Nein, natürlich nicht, ich spiele es natürlich, weil ich Lust drauf habe, weil es Spaß macht. Weil ich sowas gerne spiele. Genau, dann war der Riegel auf der anderen Seite. Jetzt ist immer noch die Frage, wie komme ich rüber auf die andere Seite. Nicht schon wieder, geh weg, lass mich zu McDonald's oder so, was weiß ich. Lass mich einfach haben, mehr möchte ich gar nicht. So, und dann so. Verstehst du? Nächster, alles klar. Ah, jetzt kommt diese Glimmer-Spastis da. Diese komischen Tiere da, keine Ahnung, was das sein soll. Ich laufe immer weiter weg, ich weiß, aber ich habe gerade keine Idee, wohin sonst. Was hier denn da? Ah, da oben drüber kann man es versuchen. So, hier hoch. Ups. Wo können wir denn hier... Oder wo kommst du denn her? Willst du mich veralbern? Die schauen irgendwie schon ein bisschen gestört aus, ne? Ich weiß ja nicht, aber... V. Hallo? Also, na los, komm. Und halle, ups. Schmeiß rüber, die Olle. Ich gehe hier runter. Und du machst weiter weiter. Ich muss wieder da hinten hin. Also wir haben jetzt die Stelle gefunden, wo wir sie rüberschmeißen mussten. Ich hätte gern die hier. Nein, darüber muss ich. Moment, mache auf. Los. Finde ich praktisch, dass du da hinten schon aufmachst, während ich hier ja, so ein paar freundliche Besucher habe. So. Dann ist die Tür diese auch noch da. So, wir waren da noch ein bisschen drauf. Jetzt habe ich mir da keine geteilt. Jetzt krabbel ich da immerhin nur noch, das regt wenigstens ganz drauf. Wo war jetzt diese dämliche Tür? Ah, da ist die. Siehst du? Wusste ich doch. Ist die hinter uns? Tatsächlich. Kommst du hinter uns? Ja, ich weiß. Siehst du, die Tür gegangen. Ja, hallo, ich bin an dem doofen Schild. Geht's noch? Hier lang. Dann war noch hier hinten irgendwo, ganz lässig, nein, da war hier hinten die Tür, genau, da war die Tür, so, wow, nein, Leon, nicht Roger, du hast, hinein, ins,
Vergnügen? Ja, weniger. Okay. Okay. Jetzt verschwinden wir von hier. Warum? Ich lauf halt da raus. Los, raus da. Also das, was mich jetzt so interessieren würde, wie kann man diese Viecher umbringen? Falls es einer von euch weiß, ihr müsst ja wohl was schreiben. Ne? Wie immer. So, jetzt will ich vorbeilaufen. Zack, rein den Schlüssel. Jawohl, und durch die Tür. Sehr schön, sehr schön. Wir sind durch die Tür durch. Die Tür ist natürlich hinter uns wieder zu, obwohl wir die aufgetreten haben. Marien juckt. Ist gleichgültig. Oder? Ich würde mal sagen, hier sind wir momentan safe. Die Krabbelspastis rennen gegen die Tür und kommen nicht rein. Finde ich gut. Dann sag ich für diese Folge, macht's es gut, bleibt gesund und bleibt's dran. Bis dann.